man bricht die Schule ja nicht ab, weil es einem gerade super gut geht und man Spaß hat. Nein, die Schule bricht man ab, weil es gerade sowieso irgendwo in gewissen anderen Sparten auch bergab geht. Das ist ja auch nicht, dass die Klassen vorher gewertet werden, sondern es gibt nur diese eine Klasse, diesen einen Abschluss und das hast du dann. Dort bin ich dann mit dem Realschulabschluss von einer 3,5, Durchschnitt 3,5 rausgegangen. Durch Joblinge habe ich es geschafft, wieder Vertrauen in mich selbst zu fassen. Mir ging es darum, irgendwas zu haben, wo ich mich anders präsentieren konnte als das, was die Gesellschaft von einem erwartet. So, ja, du hast jetzt ein gutes Zeugnis, ah ja, klasse, wir nehmen dich. Da kommt es nicht drauf an, ob du wirklich geeignet bist für den Beruf oder was auch immer. Du hast einfach dieses Zeugnis, damit gehst du hin und entweder hast Glück oder nicht Glück. So. Durch Joblinge habe ich halt kennengelernt, warte mal, du bist gar nicht so schlecht. Das, was man am Anfang nur leicht sehen konnte, das hat sich extrem bewahrheitet. Der Rico ist mit einem super Schnitt aus der Berufsschule rausgegangen. Und ich bin glücklich, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Arbeitgeber mit dem richtigen Jobling zusammengekommen ist. Und auch der Rico ist sehr glücklich. Ich bin in der Gesellschaft angekommen. Ich bezahle Steuern, sagen wir mal so, ganz frei raus. Und habe es aber trotzdem geschafft, dass ich meinem Charakter, meinem Typ treu gewesen bin. Wir sind über eine Projektwoche gestartet, die unsere Azubis für eine Gruppe von Joblinge organisiert hat. Und dann waren wir einfach in so einem Brainstorming drin und haben überlegt, wie schafft es denn ein Jobling in die Berufswelt und was sind denn eigentlich so die Hürden und worauf kommt es eigentlich an? Das sind eigentlich ganz wertvolle Potenziale, aber die werden über den ganz normalen Weg es sehr schwer haben, irgendwie einem Arbeitgeber zu zeigen, was eigentlich in einem steckt. Ich hatte noch gar keine Orientierung, das war das grundlegende Problem. Da durch den MINT-Workshop habe ich hauptsächlich dann den Weg gefunden. Und von dann habe ich dann erfahren, dass es einen Chemikanten gibt. Also es lief dann insofern weiter, dass ich dann über Joblinge die Möglichkeit hatte, ein Praktikum bei Provadis zu machen, weil ich habe mich vorerst beworben. Und es hieß, ich bin in einer Warteliste, aber es sehe erstmal nicht gut aus. Das war hauptsächlich wegen meinem Schulzeugnis. Aber als ich vor Ort war und eine über einen bestimmten Zeitraum dann dort war, konnten sie sich selbst davon überzeugen, wie ich bin und können das dann auch weitergeben an die Firmen. Ich habe lange aufgehört, über Lebensläufe und gar noch Schulzeugnisse mir ein Bild zu machen, sondern für mich ist immer der Mensch wichtig. Also wer steckt denn eigentlich dahinter? Eigentlich für den Fachinformatiker, das ist so unsere unser Ausbildungsgang, braucht man in der Regel ein Abitur. Wir haben dann eine Gruppe Joblinge bei uns gehabt, aber wir hatten nicht im Fokus jetzt zu sagen, wir wollen rekrutieren. Ja, dann ist es so passiert, dass wir auch jemanden eingestellt haben, der kein Abitur hat und der schafft es super.